Kommen wir dann heute zum Pokémon Knuddeluff. Knuddeluff, welches zum Phänomaltyp wurde. Anders als Granbull hat es also den Normaltyp behalten und damit hat sich natürlich auch einiges bei Knuddeluff an sich verändert. Ja, das Pokémon entwickelt sich ja, wie ihr wisst, durch Freundschaft, wenn man es auf etwa 200 bringt, zu Pummeluff und damit ein Mondschein zu Knuddeluff. Auch schon als Fluffeluff ist es ein normal Fee-Pokémon. Ja, kommen wir zunächst zu den Fähigkeiten. Die sind alle nicht so der Hammer. Scharnbolzen wird, da hat man eben die Chance, wenn das Pokémon das andere Geschlecht hat, einen zu 30% oder zu 30% betören zu wirken. Das bedeutet, dass dann das Pokémon in den Anziehungsstatus verfällt. Aber wie gesagt, nur wenn das andere Geschlecht da ist, muss man relativ viele Assumptions machen. Unbeugsamkeit ist halt das Beste, das erhöhte Spezialangriff an den Statuswert gesenkt wurde, und zwar um 2 Stufen, jedoch natürlich nicht von Senkungen, die vom Partner oder von einem selbst verursacht wurden. Muss man also natürlich auch mit einigem rechnen, aber es ist dennoch, finde ich, die beste Fähigkeit. Schnüffler zeigt an, welches Item der Gegner hält, ist alles wirklich nicht so der Hammer, also ich würde tatsächlich bei unbeugsam bleiben. Ansonsten, man sieht, Knuddeluff geht eher sehr auf die Defensive. Das Problem sind allerdings die enorm hohen KP im Vergleich zu den doch nicht so guten Verteidigungswerten. Ich würde am ehesten noch ein kühnes Wesen nehmen, da er ein Pokémon ist, das man standardgemäß eher mit physischen Attacken angreift. Ansonsten würde ich die Defensive sehr pushen, 252 EVs auf die normale physische Verteidigung und auf die Spezialverteidigung. Durch die Wesenerhöhung sollte man die physische Verteidigung etwa zur Spezialverteidigung angleichen können. Die KP sind sowieso schon enorm hoch und dann noch 4 EVs auf Spezialangriff. Dann hat man das Beste, denke ich, aus der Defensive einigermaßen rausgeholt. Es könnte natürlich besser sein, aber die vielen KP werden schon ein wenig aushelfen, damit das Pokémon überlebt. Und wie spielt man ihn jetzt? Da gibt es einige Optionen. An sich sollte man auf jeden Fall 2 Stab-Attacken nehmen, nämlich Schallwelle, 90 Stärke, er lernt es als Pummeluff auf Level 48, muss man also etwas warten. Und natürlich per TM99 war es genau, Zauberschein. Dann hat man 2 starke Stab-Attacken, Zauberschein hat 80 Stärke und kann damit immer den Gegner relativ stark treffen. Zudem wäre es sehr ratsam, ihm die Attacke Wunschtraum zu geben. Dieses erlernt es natürlich nur per Zucht. Am besten macht man das mit Togekiss. Ansonsten muss man hier Chainbeating machen, weil mit Sabayone müsste es auch gehen. Dann hat man also die Möglichkeit auch noch Wunschtraum zu machen, was sehr gut ist, wenn das Pokémon laufend seine KP auffüllen kann. Natürlich Erholung ist auch eine Option, aber Wunschtraum ist, finde ich, die bessere von beiden Optionen. Und dann noch Schutzschild, denn mit Schutzschild kann man dann die Wirkungsdauer von Wunschtraum überbrücken. Man macht erst Wunschtraum, dann macht man Schutzschild und dann hat man die KP auch wieder relativ sicher. Also von daher ist man dann auf der sehr sicheren Seite und ich glaube, damit kann man den Gegner schon relativ nerven. Natürlich, die Verteidigungsseite könnte etwas höher sein, deswegen ist das Pokémon auch leider nur in den Never Used. Aber die KP geben doch, finde ich, ein relativ gutes Potenzial in diesem Fall ab. Ach ja, und ehe ich es vergesse, Überreste natürlich als Item, sollte allerdings bei dieser defensiven Ausrichtung selbstverständlich sein, um die KP noch einigermaßen zurückzuholen. Gemeinsam mit Wunschtraum eben. Willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wundert euch bestimmt, mich hier zu sehen. Nun, das liegt daran, dass ich hatte es bereits im Newsvideo vor 2 Tagen angekündigt, ich mir jetzt das Happy Royal mit Umkehrung holen möchte. Und ja, das ist nicht so schwierig, wie ihr seht. Wir müssen hier hingehen. Zunächst muss eine Internetverbindung eingegangen werden. Also ihr müsst euren Nintendo 3DS auf jeden Fall mit dem Internet verbunden haben. Ist ja im Zeitalter, wo WPA2 unterstützt wird, kein allzu großes Problem mehr. Und etwas, was hoffentlich jeder von euch tun kann. So, der Code lautet, haben wir eine schöne Computertastatur, Pokémon 497.
Und ja, dann müssten wir es jetzt eigentlich finden. Ansonsten läuft etwas nicht wirklich korrekt. Aber da, das ist auf jeden Fall die Methode, wie man es dazu bekommt. Und diese Wind war zunächst nur in Japan, da haben wir es ja, yay. War zunächst nur in Japan erhältlich. Kam dann aber tatsächlich auch hierher, in den USA jedoch nicht, was sehr bitter für sie ist. Vielleicht kommt es ja noch, und ja, wie man es größtenteils davor bekommen hat, war, dass man, ja, dass man natürlich Zuchtreste von Leuten bekommen hat, die dafür Hoopas und solche Sachen verlangt haben. Also Sachen, die man wahrscheinlich eher nicht dafür eintauschen würde. Aber trotzdem, es ist sehr, sehr gut. In Pokémon Weiß 2 hat es mich ja, oder war es, natürlich waren auch andere Protagonisten dabei, aber es war in sehr leitender Position, als es darum ging, mich durch die schwierigen Aufgaben zu manövrieren. So, ihr erinnert euch, dass wir nach wie vor hier im Rätselhaus sind. Und ja, die Idee ist ja immer noch, sag ich mal. Moment. Okay, ja klar. Ja, die Idee ist immer noch, dass wir nach da hinten hinkommen. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich nach jedem Mal abspeichern werde, sodass wir lieber in den Startscreen zurückkommen, sodass wir das Ganze hier nochmal neu machen müssen. Was, denke ich, etwas ist, wo eigentlich so niemand drauf Bock hat. Insofern, yo, ist das, glaube ich, doch die bessere Alternative. Weiß nicht, ich komme hier noch hin. Ich speichere mal lieber ab hier erneut. Ich meine, ich habe es doch schon geschaut, aber trotzdem möchte ich auch nochmal sicher gehen, denn nach dem letzten Mal habe ich ein bisschen Respekt vor dieser ganzen Sache, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt nicht so unmenschlich ist, oder doch? Oder habe ich es versaut? Ich weiß es gerade nicht. What the fuck? Ja, ich glaube, ich habe es versaut. Also dieses Rätselhaus finde ich unfassbar tricky, muss ich sagen. Klar, das empfindet auch jeder etwas anders. Also gerade in Pokémon ist es ja nicht für Hardcore-Rätsel bekannt. Wenn man aber zum Beispiel diese alten Schlitterrätsel nimmt, die man in den Eishöhlen hatte, da gibt es viele Leute, die kommen damit überhaupt nicht klar, während ich sowas jetzt im Grunde eigentlich schon etwas schwieriger finde. Okay, hier komme ich nicht durch. Wie habe ich denn das letzte Mal gemacht, sag mal? Also ich weiß, dass ich jetzt irgendwie hier hin muss, ja? Aber was mache ich da mit diesem Stein da oben? Soll ich den jetzt einrahmen oder wie? Ne, den kann ich hier nicht bewegen, ist klar. Ja, also das sieht ja soweit ganz richtig aus, aber ich muss das doch so machen, das geht doch gar nicht. Ach so. Oh ja, jetzt muss ich nur irgendwie wieder nach da hinten kommen. Ah, Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Falls das funktioniert, ich weiß es nicht. Dass ich jetzt hier rüber gehe. Ah. Ich stelle den mal ein bisschen wieder hier hin. Der steht mir ein bisschen sehr im Weg. Ja, genau. Und jetzt kann ich nämlich hier hin. Genau. Sehr gut. Der Trainer scheint sich da der Wirklichkeit zu geben. Ich glaube aber, ich weiß nicht. Ich glaube, hier würde sie tatsächlich sogar etwas ablenken. Man hätte sie schon auf den Rändern platzieren können, muss ich sagen. Das hätte man schon machen können. So, wie macht man das jetzt genau? Ich kann ja mich trauen, ein bisschen was auszuprobieren, sag ich mal. Ich muss auf jeden Fall irgendwie nach da hinten kommen. Moment, ich glaube, ich habe eine kleine Idee. Nee, hat nicht ganz gereicht. Das müsste es dann auch gewesen sein, oder? Ja, ich bin schon wieder festgehangen. Ich finde diese Dreierkombination finde ich richtig krasse Scheiße. Wie gesagt, das empfindet auch jeder anders. Kann auch gut sein, dass es viele gibt, die da eigentlich überhaupt keine Probleme haben.
Aber ich finde das Ganze nicht einfach, merkt man, glaube ich. Will es aber auch nicht zu lange dran hängen, von daher hoffe ich, dass sich das Ganze jetzt schon einigermaßen schnell auflöst. Denn ja, ansonsten würde mich dann doch etwas nerven. Gut. Ich frage mich halt, was ich jetzt groß machen soll. Ich meine, ich muss diesen Stein wegverschieben, damit ich hier überhaupt irgendwas machen kann. Den an den Rand zu schieben, bringt nichts. Weil ich dann erst recht nicht durchkomme. Okay, ich check's nicht. Ich gebe es ehrlich zu, ich check's nicht, wie diese Steine sich verschieben lassen. Ich hoffe, das war es danach auch, weil so langsam finde ich das schon etwas heftig hier. Mein, klar, das ist jetzt so, das ist so einfach. Ja, lass stecken, wie immer. Aber, Ich check halt nicht, was ich machen soll, außer diesen Stein da zu verschieben. Weil den kann ich nicht verschieben. An den unteren komme ich erst recht nicht ran. Nee, funktioniert nicht. Ist das, wenn ich es probiere? Geht nicht. Hier komme ich auch nicht vorbei. Ja, ich muss diesen obersten Stein irgendwie verschieben. Ah, jetzt habe ich's. Okay, gut. Schön. Okay, definitiv speichern. Das sieht jetzt erstmal einfach aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie hier wieder darauf aus sind, einen richtig krass zu verarschen. Nee, hier geht's nicht. Da komme ich da zum Start zurück. Sieht ehrlich gesagt so aus. Ja. Dann lasse ich das jetzt mal. Es ist mir aber auch nicht so ganz geheuer, muss ich sagen. Oh, wobei, stopp mal kurz. Okay, ich hab's verstanden. Das hier, dann den hier nach oben und jo, gut. Gut. Dann habe ich es doch eigentlich geschafft, oder? Yes! Herr mit der Schriftrolle. Puh. Da wurde ich jetzt schön herausgefordert. Das hat mir gefallen. Und schon mal, was da für ein Code eigentlich drauf bappt. Der Rätselmeister ist ein Genie. Also, das Rätsel war echt gut designt. Dafür kriegt er einen Daumen hoch. Von mir. Hi. Ah, du hast mich gefunden. Oh, clever. Haben mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um diese Felsen zu verschieben. Wie hast du das gemacht? Ja, mit dem Marschstock-Umzugshelfer. Du bist bei meiner Größe fast ebenbürtig. Gut, hast du diese Belohnung verdient. Ja. Nur mit der Anzahl der Rätsel hier bin ich wohl scheinbar nicht ganz so zufrieden. Wische das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht, doch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, an denen du die Zähne ausweisen wirst. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Komm wieder, wenn ich das nächste interessante Rätsel fertig habe. Yay! Ja. Mal schauen, ob das jetzt gleich der Fall sein wird. Könnte ja sein, dass wir jetzt hier schon weitermachen können. Tatsächlich. Also ich glaube, hier kann man... Wobei, wir sind ja der Größe fast ebenbürtig. Bedeutet das, dass das mit dem fünften Rätsel schon Schluss ist? Nicht nur, dass das lame wäre. Aber, ja. Ich könnte es auch jetzt nach dem vierten Orden schon fertig machen. Was zum Teufel? Was? Wo wusstest du, dass sie mich im Schrank versteckt hat? Ey, du bist clever. Ja, ich weiß. Du bist also hier, um mein Rätsel zu meistern, stimmt's? Deshalb bist du doch hier, ja. Ja, so wie die letzten vier Male auch. Bedarf hat deine Herausforderung ganz angenommen. Tritt in diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich war im hinteren Bereich auf dich. Ja gut, dann schauen wir mal, was hier so auf uns wartet. Möchtest du durchgehen, möchten wir. Und wir kommen... Oh, es gibt wenigstens das Quiz wieder, sehr gut. Hier gab es einen Smaragd. Ein Haufen von richtig asozialen Fragen. Ich glaube, es hat noch bisher keine Webseite geschafft, alle Fragen zu dokumentieren. Und die waren schon alle sehr, sehr krass. Von daher, schauen wir mal. Ich bin Roboterpuppe 1, sehr erfreut. Random Lächeln Smiley. Beantwortest du die Quizfrage, bist einschließlich Roboterpuppe 5 korrekt. Erhältst du die Geheimcode-Lösung ... D. Roboterpuppe 1, Quizmodus aktiviert. Wenn dieser Pokémon ist kein Pflanzen-Pokémon. Ja, komm. Ninkada, ich hatte jetzt eigentlich so gestörte Fragen wie, wie viel kosten ein Trank und ein Paraheiler zusammen erwartet, wenn du ein Gegengift abziehst oder irgendwie sowas.
Glückwunsch, richtig, random zuzwinkernde Smiley, gib, bitte gehe weiter. Danke. Bip, bip, bip. Ich bin Robopuppe 2, sehr erfreut. 8 Strich. Moment. Wie nennt man das? Klammer. Robopuppe 1 ist von gestern. Mach dich auf ein schwierigeres Quiz gefasst. Häkchen, Häkchen. Robopuppe 2 Quizmodus aktiviert. In Professor Brücks Tasche fanden sich 3 Pokémon. Welches lag ganz rechts? Hitropi? Glückwunsch, richtig. Doppelpunkt, Strich, 3. Bitte geh weiter. Yo. Ist jetzt nicht mal annähernd so schwierig, wie es in Smaragd war, auch wenn es hier ganz cool aussieht. Aber schauen wir mal. Bip, bip, bzz, ich bin Robopuppe 3. Sehr erfreut. Komisches Face. Geld regiert meine Welt. Money, random money Zeichen. Robopuppe 3, Quizmodus aktiviert. Was ist teurer? 3 Pokebälle oder ein Supertrank? Supertrank 700, 3 Pokebälle 600? Also ein Supertrank. Glückwunsch, richtig. Random Freu-Smiley, das ist dein Preis. Oh, schön, dass ich einen Preis bekomme. ja, cool. Bip, bip, bzz. Ich bin Robopuppe 4, sehr erfreut. Mein Quiz ist fast so schön wie ich. Random Stolz sein, Smiley. Robopuppe 4, Quiz wurde es aktiviert. Ist das Kleinstein von Arinlata Felicias Metaros City männlich oder weiblich? Random Herzaugen. ich habe keine Ahnung. Also im Prinzip sind meistens die männlichen Pokémon der männlichen Trainer männlich und die weiblichen Pokémon der weiblichen Trainer, ja, eben weiblich. Ihr merkt, das macht schon Sinn, was ich sage. Aber ich glaube, dass das auch sich tatsächlich anhand der Geschlechter, der Häufigkeiten orientiert. Dennoch gehe ich mal auf Weibchen. Glückwunsch, richtig. Random Stolz sein, der Freu Smiley, bitte geh weiter. Gut, nur noch eins vor der Schriftrolle. Bibi, bzzz. Ich bin Robopuppe 5, sehr erfreut. Random, glücklich sein, Smiley mit einem Face. Ich bin des Meisters Meisterstücks, ein ganzer Stolz. Random Sternaugen, Smiley. Robopuppe 5, Quizmodus aktiviert. Von wie vielen Personen bekommst du einen Blumenladen Blütentraum? Bären. Meint ihr diese Frage ernst? Oh mein Gott, vor allem, weil ich ja nicht mehr genau weiß, wie das jetzt genau war. Scheiße, ich weiß es nicht. Wo soll ich sowas wissen, bitteschön? Ja, keine Ahnung. Also, von einer hat man die Weimar-Kanne erhalten. Von einer eine Beere, ich sag 2. Ach, Spurstmann! Nein, noch eine letzte Frage! Oh, so ein Mist, ey. Jetzt sind es aber schon andere Fragen, oder? Welches Pokémon kann man nicht auf der Route unter 3 finden? Ja, gut, einen Kader. Oh, ey. Komm, wer weiß sowas? Ja, gut, immer das gleiche. Aber welches Pokémon wurde der Trainerschule zum Tausch angeboten? Samuzel? Weil solche Sachen, die weiß man ja, aber what the hell? Sowas merkt, vor allem, weil ich immer wieder den Spagat machen muss, ist Rubin, Saphir, Smaragd. Weiß jetzt nicht, ob da was anderes war. Achso, ja gut, Juke, check doch mal, dass ein Supertrank teurer ist. Soll es mittlerweile klar sein? Ja, der beste Trainer in der Arena von V. Achso, wer wird der erste Trainer? Männlich oder weiblich? Der beste. Männlich. Was? Ich dachte, da gab's nur männliche Trainer. Oh, Jesus Christ. Okay, ja. Welches dieser. Ist das dein Ernst? Also, ich glaube, die Fragen wurden hier leider sehr reduziert, weil in Smaragd gab es richtig viele. Das weiß ich noch. Nur Professor Buchstab. Und jetzt wiederholen sich die Fragen hier schon ziemlich häufig.
Also von daher, yo, Geld regiert meine Welt. Kostet ein Hyperheiler und ein Superbot zusammen mehr als ein Beleber? 700? Nee. Beleber kostet immer noch mehr. Okay, gut. Wer war der? Ja, scheinbar war er. Zufallsprinzip. Scheinbar war er weiblich, ne? Ich dachte aber, tatsächlich, dass das mehr größtenteils Teenager da gewesen wären. Wie viele Schilder gibt es in Sekra Sub-City? Ich war doch nicht mal in Sekra Sub-City, du asoziales Stück Scheiße. 7? Ja, komm! Was ist das denn für ein Spaß da vorne? Ich rast hier noch aus. Oh, und jetzt hört auf, wenn wir den gleichen Scheiß zu lernen. Wieso diese Pokémon kann Kratzer einsetzen? Ja, den Kader natürlich. Wir wollen Knills bitte schon Kratzer einsetzen. Oder ein Gehweier. Gut, Gehweier wird vielleicht gerade noch so gehen. Durch diese Pokémon da drinnen zum Tausch angeboten. Das ist immer noch Knill. Achso, die Xamurzel. Akro! So, den Kader kann man immer noch nicht auf der Route. Und dass ich die Fragenscheibe eh wiederholen, werde ich da hinten jetzt einfach abspeichern, weil der Typ ist geistesgestört da vorne. Welche Pokémon hat der Forscher von Devon im Blütenburgwald gesucht? Wampel. Achso, nee, es war ein Knilz. Auf der Zeit, dass ich jetzt die einfachsten Fragen nicht mehr hinbekomme. Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt von diesem Gestörten da hinten. Welche Pokémon. Yay. Kriege ich gerade noch so hin, die gleiche Frage zum dritten Mal zu beantworten. Welches Pokémon hat er. Ja, Knilz war es. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Wampel kam. Ich meine, er hat schon Rubin, Saphir, Knilz gesucht, also, ja. Ein Hyperball, ein Superball. Nein, der Beleber kostet, wie gesagt, immer noch mehr. Da waren aber früher irgendwie schwierigere Fragen, gerade beim Geldding dabei hatte ich das Gefühl. War der erste Trainer der Arena von Forsthaven männlich oder weiblich? Der war jetzt aber weiblich. Das weiß ich. Da gab es nämlich kurz das Kämpferin so. Und jetzt werde ich dieses verdammte Spiel abspeichern. Weil der wird mir jetzt eh gleich wieder was Asoziales zwischen die Beine werfen, so wie ich den kenne. Von wie vielen. Einer! Tatsächlich, es war nur eine. Echt, es war nur eine? Also, ich wusste, dass es mindestens eine war, aber ich dachte schon, dass es mehr waren. Kann aber sein, dass es ein Rubin Saphir anders war, das weiß ich jetzt nicht genau. Oh, ich kann hier endlich raus. Yes. Achso, das habe ich gar nicht geschaut. Das habe ich gar nicht geschaut, was da stand. Irgendeine Beleidigung nehme ich an. Oh, das habe ich gefunden? Ah, clever. Ja, Halsmaul. Ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um die Robopuppen zu bauen und mir das Quiz auszudenken. Du warst nicht sehr kreativ, muss ich sagen. Das war früher echt besser. Wie bitte? Oh, jetzt bist du meiner Größe ebenwürdig. Dame, hast du diese Belohnung verdient? Ein Magnet. Kann ich Voltenso, Fritzblitz geben? Oh, wische das selbstgefällige Grenzen aus dem Gesicht. Ich werde neue Tricks erfinden, an denen du dir die Zähne ausbeißen wirst. Wird zuletzt auch nach dem Besten. Ja, dann haben wir hier noch eine Aufgabe. Wenn wir ihn dann überholt haben, war es eigentlich vorbei. Das heißt, wir hätten zwei Aufgaben weniger als in Pokémon Smaragd, wo Rubin, Saphir, Smaragd, wo es 10 waren. Quatsch, 8. Und wir können tatsächlich weitermachen. Lame. Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon Omega Rubin. Danke für den Daumen hoch. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.